Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, und heute hören wir dann, wie die Jünger sich darum streiten, um den besten Platz im Reich Gottes zu bekommen. Und Jesus gibt dann diese Antwort: Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen. Liebe Brüder und Schwestern, warum spricht Jesus von Lösegeld? Wer fordert ein Lösegeld? Um es klar und deutlich zu sagen, die Menschheit, die sich von Gott abgewandt hat, sie ist in der Hand des Anklägers, des Teufels. Und der Satan hat durch unsere Fehler, durch unsere Sünden, hat er sozusagen Anrecht auf uns und wir sind in seiner Hand. Es ist wie eine Geiselnahme. Und das ist der Blick Gottes auf unsere Situation. Wir sind Geiseln und wir müssen freigekauft werden aus dieser Hand, aus diesen Mächten, von diesen Fesseln der Finsternis. Und deswegen spricht Jesus von einem Lösegeld. Und Gott ist bereit, dieses Lösegeld zu zahlen. Jesus ist bereit und er gibt sein Leben freiwillig. Und deswegen können wir es nicht hoch genug schätzen, was Jesus für uns tut, dass er sich selbst hingibt als ein Lösegeld, dass er sich so erniedrigt, um uns alle freizukaufen. Und für mich hat er kein anderes Lösegeld als für dich oder für irgendjemand anders. Gott zahlt immer dasselbe Lösegeld seinen teuren, seinen geliebten, seinen einzigen Sohn. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, weil Gott für niemand ein anderes Lösegeld hat, sondern immer dasselbe, lädt Jesus uns ein, Diener zu sein wie er und uns als Brüder und Schwestern zu lieben und uns nicht im Stolz einer gegenüber dem anderen zu erheben. Möge er uns diese Demut, die in ihm selbst war, schenken und uns in seiner Liebe und in der brüderlichen Liebe wachsen lassen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.